Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Deponia Doomsday. Ja, wir müssen jetzt immer noch versuchen, irgendwie an einem Tag 10.000 Spaßpunkte zu erreichen, damit der Ältestenrat tagt. Aber das schaffen wir irgendwie nicht, weil wir nämlich maximal 9.999 erreichen können und leider der Tag nachher resettet wird aufgrund einer unendlichen Zeitschleife. Deshalb springen wir ins Bällebad. So eines hatte ich mal im Keller angelegt. Eine meiner wenigen Ideen, die Toni auch total lustig fand, bis die Schlangen geschlüpft sind. Oh, ja. Nehmen wir ein paar Bälle mit. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Was? Nein, danke. Was? Nein, danke. Meine Hände sind noch ganz wachsig von den anderen. Okay, Plastikbälle. Git, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Okay. Die Cocktails hier sind ganz anders als bei... Ja, es fehlen ein Stückchen. Kann man das kombinieren? Das ist auch so schon. Vielleicht okay. Ja, gut. Ich hab mich verdrückt, ich Trottel. So, was gibt's denn hier sonst noch Schönes? Da kann ich sonst nicht weiter, sonst... Ach, guck mal, die Leselampe. Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Kann ich dem hier die Wärmelampe reinschrauben? Aua, heiß! Was tust du? Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Obwohl, hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Das ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Ältester Quadre? Ah, Stroh, komm. Nehmen wir mit. Aluriflektor. Versteh einer diese Illusioner. Erst ja, genau. Nehmen wir auch mit. Okay, und Stroh? So viel zum Grüne-Wiese-Ansatz. Zurück zum altbewährten Verbrannte-Erde-Prinzip. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Aluhut draus, oder? Schwupp, schwupp, schwupp. Sehr schön. Et voilà. Ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origami. So, okay, gut. Fahrstuhl? So, jetzt müssten wir eigentlich, was haben wir da noch? Ältestenrat, Habitat drin. Fanzone, leerer Steckplatz. Da müssen wir wahrscheinlich hin, oder? Ja. Chill-Out-Zone? Okay, nee, Moment. Wir müssen nochmal in den Fahrstuhl. Wir werden nämlich eins jetzt machen. Wir gehen nochmal zum Habitat-Ring. Ich habe ein bisschen die Lösung nebenbei offen, Leute. Sorry. Weil ich möchte irgendwie nicht wieder stundenlang herumabenteuern müssen. Vor allem, das ist ja so doof, weil nach einem... Quasi nach einem Run wieder alles zurückgesetzt wird und es wird zu lange dauern. Ja, wir nehmen die Zange und werden mit der Zange hier eine Taste rausziehen. Sag mal, das war Fistubanause. Ja, und jetzt haben wir einen White Key. White Key? Da wurde wohl bei der Übersetzung geschlampt. Ja, offensichtlich. Gut, und mit dem gehen wir jetzt nochmal zum Aufzug und setzen den nochmal da ein, oder? Guck mal. Ja. Oh. Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Was? Ne, toll. Okay, gut. Dann müssen wir wohl oder übel vielleicht doch nochmal in die Chillout-Zone. So, und da gab es ja dieses lustige Wurst-Fings-Wurst-Dingens und da würden wir das Ding einfach mal reindrücken, ja, weil dann überzieht's das gegebenenfalls eventuell mit mit einer Wursthaut. Flupp. Hey, das funktioniert ja tatsächlich. Super. Alles ist besser als Wurst. So, schauen wir mal, ob das mit dem jetzt funktioniert. So, Wurstki. Hey, flupp. Und? Igitt, was für ein wurstiger Sound. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Okay, ja gut, dann gehen wir vielleicht doch nochmal in den Ältestenrat. Ja, und dann machen wir mal hier. Funktioniert das so? Wurstki? Na, wer sagt's denn? Rot wie Tacks Nase am Schlammkuchen fest.
Ja, sehr, sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt den Red Key. Schön, wunderbar. Der ist zwar immer noch wurstig, aber naja, ich weiß nicht. Oh! Juhu! Ein Gast! Komm rein! Fühl dich wie zu Hause! Ach ey. Der schon. Ach ey. Das kann ja nichts werden. Ach ey. Was haben wir hier? Ein Schalter. Komm, du drück mir gleich mal. Oh, im Moment ist diese Funktion leider nicht verfügbar. Das Tolle daran, du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn du eine passende Gamecode-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Hurra! Gott, warum muss hier alles so happy und glücklich sein? Das macht mich fertig. Ah, da ist okay. Ach, das Set ist egal. Ah, ein 486, das ist ja schön. Was ist das? Mein Tower-Gehäuse. Da sind mein Prozessor und meine Festplatte drin. Dieser Rauswerftoaster beherbergt dein Denkapparat? Deine Kartoffel würde auch nicht gerade einen Case-Modding-Wettbewerb gewinnen. Da habe ich anderes gehört. Man hört immer nur, was man hören will. Danke, Entschuldigung akzeptiert. Ja, Dom ist eine Eule. Toll. Oh, was? Technisches Zeug. Aua, was tust du? Ich räume hier auf. Das tut wirklich weh. Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, ehrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktionen auslotest. Hab ich gern gemacht. Ja, schön ist das. Was kann ich da? Festplatte. Das ist ja wunderbar. Was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du es nennen willst. Warum nicht? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichmurmel dazu. Ach, er ist so lieb. So, dann gucken wir mal hier, Computer. Aha. Kann ich dir helfen? Ich suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment! Ist Unix. Was wechsel ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G, Doppelpunkt. Da fängt's doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Read only. Physikalisch gesichert. Das eine merke ich. Nichts, lieber Ronny, ist jemals physikalisch vor einem Rufus sicher. Ja. Genau. Festplatte. Sind da auch die Spaßpunkte aus der Funzone drauf gespeichert? Ja. Gut, dann werden wir einfach den Aluhut drüber stülpen. Hätte ich gesagt, ne? Blub. Was? Was tust du denn da? Wir werden mit einem Mal so. Ich sorge dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ich brauche die 10.000 Spaßpunkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was hab ich? Wusch! Alles weg. Aber hey, nicht so schlimm. Das meiste war eher Ballast. Dienstbordsteuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Wer es braucht? Ja, ausgestorbene Tierarten? Das verbraucht doch wohl keiner. Ja, sicher, Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge, die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte dir den Scanner ein. Piep! Siehst du? Halb so wild. Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Leer! Ratzefatze! Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja, warte kurz. Piep! So, 10.000 Spaßpunkte sind eingetragen. Wie jetzt? Echt? Na klar, ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst. Aber gerne, trink! Wasservorräte werden abgelassen. Party! Oh oh.
Na, super, Rufus ist da und vernichtet alles, was haben wir da? Ach, das ist ein Scanner. Und hiermit lässt sich die Gendatenbank wieder auffüllen? Genau. Leg einfach ein bisschen DNA unter den Scanner und hui! Ab geht die Luzi! Ja komm, dann machen wir doch hier Echsenhaut ran, ne? Scanne DNA-Probe. Hui! Erkenne Spezies. Testspeichel Varan. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Toll, diese Soundeffekte. Oh, schön. Eine Datensette. Haben wir noch was mit? Plastikbälle vielleicht, komm. Scanne DNA-Probe. Ja. Erkenne Spezies. Cooler Zombie-Dinosaurier. Was? Du willst mich doch veräpfeln. Du hast damit angefangen. Oh, okay, gut. Geht da vielleicht mit dem Monsterfußpantoffeln? Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Oh, schade. Du dachtest doch nicht wirklich, dass Monsterfußpantoffeln aus echten Monsterfüßen hergestellt werden, oder? Nein, doch. Natürlich nicht. Das wäre ja zu doof. Gut, jetzt haben wir eine Datasette 01. Der Gencode eines amphibischen Kriechtiers mit hornigen Patschehändchen, gelben Schuppen und einem garstigen Gemüt. Schön. Können wir den Ulysses-Helm da drauflegen? Scanne DNA-Probe. Erkenne Spekuler Zombie-Dinosaurier. Ja. Okay. Den Drink noch. Dann haben wir alles gescannt. Scanne Okay, dauernd cooler Zombie-Dinosaurier. Ja, okay, gut. Ich glaube, da müssen wir hier erstmal nichts machen. Wir haben 10.000 Spaßpunkte und gehen jetzt wieder in den Ältesten, in die Chill-Out-Zone. Chill-Out, ja. So, weil, gucke mal. Moment, jetzt kann ich hier jetzt die Datasette reinlegen? Schauen wir mal, was da passiert. Hui, plopp. Oh, hi. Das oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist doch gar nicht flauschig genug. Nimm das sofort wieder weg, bevor es noch jemand sieht. Das ist ja super, das wird dann instant wieder kaputt gedrückt. Na gut, aber wir brauchen den Ältestenrat, bitte. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Der 10.000 Spaßpunkte-Horizont wurde durchbrochen. Stellen Sie sofort alle Streichelaktivitäten ein und... Gib dir keine Mühe, es hat sich vorerst ausgestreichelt. Irgendetwas scheint mit der Tierdatenbank nicht zu stimmen. Das System will mir einfach keinen Streifenzobel mehr ausspucken. Wie sollen sich die armen Bürger ihren Alltag versüßen, wenn es keine Streifenzobel zu streicheln gibt? Welche armen Bürger denn? Ich sehe außer dir keinen. Kein Wunder. Es gibt ja auch keine Streifenzobel, die man streicheln könnte. Was für ein Desaster. Ach nö. Jetzt lass doch mal deine blöden Streifenzobel beiseite. Ich habe viel dringendere Dinge auf der Agenda. Streifenzobel sind nicht blöd. Sie sind klein, pelzig, nett und sehr intelligent. Vielleicht sogar intelligenter als so manche Anwesende. Gut möglich. Auf jeden Fall gehe ich nirgendwo hin, bevor ich nicht mindestens ein Streifenzobel gestreichelt habe. Okay, na super. Kann ich das mitnehmen, das Vieh? Nö. Okay. Gut, können wir uns aus dem Wolpeting-Generator so ein Ding machen? Moment, das hätte 01. Kann ich das da reinstecken? Was passiert da jetzt? Oh. Ja. Gemüt. Okay, ich glaube, ich kann da... Ach, da brauche ich wahrscheinlich eine leere Datasette. Ich verdrücke mich immer, verdammt. Okay, ja, das schauen wir dann später mal. So, dann gehen wir hier zum Spa. Ah, das ist ja schön, der ist jetzt weg. Und es liegt immer noch nichts da. Guck mal in die Sauna rein, vielleicht ist die jetzt offen. Die Sauna Nö. Ist... Ach, okay. Dieses ganze... Ja. So, und was ist los mit dir?
Kommst du jetzt endlich mit? Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt, eine Massage. Tut das wirklich Not? Ja, aber keine Bange. Von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Gut, da hinten sieht man, was mit den Bediensteten los ist. Nein, Hilfe! Was ist denn das überhaupt? Das ist ja ein Vieh. Ich glaube, im Moment, wir probieren die Monsterfußpantoffeln. Ja, es geht sogar. Cool. Aufhören! Sofort! Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst noch gewachst werden. Das ist nicht dein Ernst. Sehe ich so aus, als würde ich Späße machen? Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. Gut, okay, ja, dann machen wir. Können wir die Plastikbälle im Moment? Die können wir ja sicherlich da einschmelzen. Die sind zwar wachsig, aber doch lange nicht wachsig genug. Muss ich die dann. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Was? Den Drink vielleicht drüber schütten? Hast du Durst? Nein. Mein Körper durchläuft. Achso. Moment, ich habe versehentlich weggedrückt. Mein Körper durchläuft gerade einen Entschlackungsprozess. Bist du sicher, dass er in die richtige Richtung läuft? So, okay, also die Bälle, die sind noch nicht. Da müssen wir gucken, die Bälle vielleicht. Ja, gute Frage. Oh, die Bar ist weg. Das ist ja schön. Weil die natürlich. Was ist mit ihm? Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation! Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Genau, und in den 4CL-Drinks schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. Gerade hatte ich alle Maden aus dem Mantel entfernt. Ja, die nehmen wir doch mal mit. So, das ist jetzt Chefsache. Zum Einscannen später. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Na toll. Okay, ein Mixer, ein weiterer Drink. Da wollte wohl jemand den Fisch nicht mittrinken. Dabei ist er doch das Beste am Kai Piranha. Gehen wir mit. Jetzt haben wir zwei Drinks. Drink mit Fisch. Da wollte wohl jemand dabei. Und ein Mixer. Oh Gott, Agathe. Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Halte durch, kleiner Tackleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Glas nehmen. Moment. Nein, stopp! Okay, ja, okay. So, Glas nehmen. Rein. So. Zack. Mit Knopf. Können wir da noch was reinpacken? So. Ja, schön. So, rein da. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade hier überhaupt mache. Nee, was? Was? Nein, Stackel. Bin ich jetzt doof? Moment, ich schütte das jetzt mal hier rein. So, jetzt ist da noch. Bitte einmal abstellen. Schütten wir das da rein. So. Nee, es wird nicht besser. So. Oh. Ich wusste doch, dass er mir ein Bartender verloren gegangen ist. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt genau gemacht habe, aber ich bin mit. Oh, ein 4CL-Drink. Ach, und das Fischglas ist. Okay, gut. So, guck mal, hier, ein guter Cocktail. Warum sieht der eigentlich so schön aus? Ich wusste doch, dass er mir einen Bartender verlor. Ja, so. Guck mal. Hier, bitte sehr. Ein komplett fischfreier Drink. Tag.
Tatsache. Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Ja. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Nicht, solange hier kein akzeptables Essen serviert wird. Okay. Gut, wir haben noch die Plastikbälle und hier die Riesenmatte. Ach, da ist ja auch noch einer. Haben wir hier. Moment, wir könnten hier jetzt. Komm, wir machen hier jetzt mal kurz die Klappe auf. Und packen da die eine Datasette rein. So. Flupp. Zack. Yay! Was? Was soll denn das für ein Clown sein? Das ist kein Clown. Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Fress ihn! Okay. Wie jetzt? Ist die Show einfach schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Buh! Oh, der ist betrunken. Ja, gut. Aber wie es weitergeht, liebe Leute, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.